Das ist ein ausfahrbarer Helioseed-Objektivadapter von Quenox für das Canon EOS Bajonett. Beziehungsweise mit diesem Adapter kann man also Canon EOS-Objektive an das Micro Four Thirds Bajonett anschließen. So, den kann man also zum einen benutzen wie einen normalen Zwischenring. Er hat aber noch eine zusätzliche Funktion. Und zwar, wenn man hier an diesem Gebinde dreht, dann sieht man, dass sich der Auszug verlängert bis zu 6 mm. Und das bedeutet, man kann dann auch mit diesem Canon EOS Bajonett beziehungsweise mit diesem Objektiv, was dann vorne dran ist, Makroaufnahmen machen. Ganz einfache Sache, zeige ich noch gleich mal richtig im Detail. Der Adapter ist also hier aus Aluminium gefertigt, komplett. Und jetzt schließen wir ihn einfach mal hier an der Panasonic, die ich mir hier rausgenommen habe als Micro Four Third Kamera, an der Lumix GF1 an. Das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Nimmt man einfach jetzt hier die Kamera und halt, wir machen das anders, wir machen das richtig. Wir nehmen erst das Objektiv, was wir hier adaptieren wollen. Das ist also hier das Canon EOS Objektiv. Das ist hier ein 24-70 Zoom. Das ist nur beispielhaft. Sie können das natürlich mit auch anderen Objektiven machen, aber Sie sollten zumindest zwei Grundvoraussetzungen erfüllen, dass man nämlich zum einen, wenn es ein Zoom-Objektiv ist, den Zoom manuell bedienen kann und was noch viel wichtiger ist, dass man auch die Schärfe manuell einstellen kann. Das Problem ist nämlich, dass Sie hier natürlich keine Verbindung haben zwischen der Elektronik des Objektives bzw. kein Signal bekommen hier von der Kamera. Da ist also hier dieser Ring dazwischen, da kann natürlich dann nichts automatisch fokussiert oder scharf gestellt werden. Das nochmal als Hinweis, wie gesagt, da müssen Sie halt eben dann drauf achten. Wir nehmen also hier diesen Objektivadapter, der hat hier eine rote Markierung vorne am EOS-Mount, was wir hier vorne haben. Das muss natürlich logischerweise hier auf dem roten Punkt am Objektiv. Zack, dann drehen wir das einmal kurz rum. Ne? Rastet ganz leicht ein. Wenn Sie gesehen haben, der Hebel hier, das ist der Entriegelungsknopf, der drückt dann nach oben. Und wenn Sie das Ganze wieder lösen wollen, dann machen Sie es einfach so, dass Sie den Hebel nach unten ziehen, gedrückt halten und dann den Adapter einfach wieder abdrehen. Mal einmal vormachen, fest und lösen den Hebel Richtung Kamera. Und dann ist das Ganze wieder los. So, jetzt erst lösen wir das Objektiv an der Micro Four Thirds Kamera. Auch hier natürlich Markierung beachten, roter Punkt. Roter Punkt ansetzen, zack und fertig. Sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Und jetzt können Sie hier halt eben am Objektiv ganz normal fokussieren, wenn das Objektiv das hergibt. Und das Interessante ist halt eben auch, wenn Sie jetzt mal hier auf die Kamera achten, ich werde jetzt mal einfach hier den Hub ausfahren, die 6 mm an diesem Rändelring erstmal ganz ranziehen. So, das wäre die normale Einstellung. Und wenn Sie dann ein bisschen Makroaufnahmen machen wollen, dann drehen Sie den Ring ganz auf. Und dann haben Sie jetzt hier einen maximalen Abstand nochmal zusätzlich von 6 cm von der Hinterlinse bis zum Sensor, also da, wo das Bild dann drauf kommt. Wenn Sie dann Ihre Makroaufnahmen fertig gemacht haben, dann drehen Sie das Ganze einfach hier wieder ran. Ja, und dann sind Sie halt eben auch schon fertig damit. Genau wie ich jetzt mit diesem Film auch fertig bin. Das passt ja alles wunderbar. Das also hier war von Quenox der ausfahrbare Helioseed-Objektivadapter für das Micro Four Thirds System bzw. für das EOS-System, also sprich Canon Objektive mit dem EOS-Bajonett, mit dem EF-Bajonett an die Panasonic. So, Micro Four Thirds, mein Gott.